Hallo Mitspieler, mein Name ist da Lowriot und ich begrüße euch zur 72. Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Wir sollen in dieser Mission hier oben diese Drillee kaputt machen. Da findet eine Übertragung statt, die wir unterbrechen möchten. Und wir haben aktuell zwei Gegner, die auf unsere rechte Flanke gegangen sind, die wir jetzt versuchen müssen zu unterstützen. Das Problem ist, die beiden müssen auf jeden Fall nachladen. Beide leer, weil die in so einem komischen Strudel gestanden haben, den das Codex-Viech gemacht hat. Das hat beide Waffen entleert, sozusagen. Aber wir könnten eventuell hiermit noch Schaden machen. Müssen wir uns mal überlegen. So, sie muss auf jeden Fall von diesem brennenden Auto weg. Das wird explodieren. Und sie ist ja eine Rangerin. Und da dachte ich mir, man könnte doch... Na. Damit schon mal anfangen. Abschuss bestätigt. So, dann ist das Viech erstmal weg. Gut, Jana wird auf jeden Fall nachladen. Waffe geladen. Ja, und wird sie ihn unter Druck setzen oder wird sie... Ich glaube, sie wird schreddern. Sie muss ihm die Schilder kaputt machen. Die Schilde. Leg mal los. 77%. Auf geht's. Zwei Schilder zerschreddert, drei Schaden gemacht. Einer in der Rüstung hängen geblieben. Gut, schon mal angekratzt. Den Sniper habe ich letzte Runde hier extra hingestellt und der sollte auch gleich mal schießen. Oh no, das darf doch nicht passieren. Bei 77%. Das ist nicht gut. Oh, weil wir stehen auch vor dem Problem, dass wir in vier Zügen das Ding hier oben kaputt gemacht haben müssen. Das heißt, wir können hier auch nicht so rumstehen. Cyber wird vermutlich nicht schießen, weil er heilen muss. Und zwar... Jana. Jana steht so nah an der Front, die können wir hier nicht einfach so ungeheilt hocken lassen. Na los, heilen! So, geht's ihr schon mal wieder gut? Tja, kann trotzdem schießen. Was, wenn er denn was abkriegt? Aber sie müssen aber auch Schaden machen. Warten wir mal ab. Wir haben ja immer noch den Heinrich. Tja, was machen wir mit Heinrich? Wie kriegen wir ihn zum Schießen? Könnte er von hier aus schießen oder ist er zu weit? Ist zu weit. Tja, 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 tja. Seine Drohne kühlt noch ab. Ah, ein Flammenwerfer. Nicht von hier. Lassen wir mal lieber. Dann gehst du hier hin. Befehl bestätigt. Kann er nichts machen. So, dann haben wir noch Sensei. Und Sensei wird den mit einem Schuss nicht schaffen. Mach mal. Er wird ihn schaffen. Er hat ein Gadget in seiner Waffe. Welches jede zehnte Opfer oder jede zehnte Ziel gleich tötet, oder? Drachengeschoss, wenn ich schafft, vier Schüsse mal Schaden, kostenlose Sofortkills, ja, überragender Mehrlader. Da haben wir ihn gerade gesehen, ich habe nicht mit gerechnet. Er hat eventuell, er kann ja bis 9 Schaden kann er ja machen, mit einem Critical dann vielleicht 12 hätte er schaffen können, aber wer rechnet mit sowas? Das ist natürlich sehr gut. Weil das gibt jetzt Cyber die Möglichkeit, sich selber einen kleinen Cocktail zu geben. Ja, sind aber kaum einen Meter vorwärts gekommen. Manus 1-5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ist ja nicht nur das, hier werden ja auch noch irgendwelche Ganoven irgendwo rumhängen. Sie muss nachladen. Hier sind wir schon am Ziel. Okay.
ich, wenn ich dich hier hinstelle. Ah, hier sind bestimmt noch Gegner. Verstanden, bin unterwegs. Geh mal dahin. Nichts passiert, okay. Bleib mal lauernd. Wo geht's denn hier rauf? Ach, hier ist noch eine kleine Hütte. Container, auf die wir rauf könnten. Jetzt komme ich. So, was sehen Sie? Sie sehen nichts. T-Rex. T-Rex, lass mal ein bisschen laufen. Okay, bin unterwegs. Durchs Feuer? So, und die Sniper müssen wir hinterherführen. Los, los, los! So. Sensei. Ja, Sensei noch oben bringen. Wo es bis er in Stellung ist in meiner letzten Runde, also. Pass mal auf, du hast noch so einen Bonbon. Den werden wir mal nutzen. Gescannt, aber auch bloß Zivilisten, oder? Da könnten ja auch Gesichtslose mit bei sein oder sowas. Ja, wie ist das schon? Gut, wir haben noch Jana, Cyber, Heinrich und Sensei. Bin dabei. So. Jana ist noch auf beiden Moves. Geht hier hin und dann den Feuerschutz. Obwohl, nee, kann sie ja nicht nachladen. Auf geht's! So, sie hier ist im Feuerschutz, oder? Oder hat sie nachgeladen? Ist nicht im Feuerschutz. So, dann wird er auf jeden Fall Feuerschutz machen. Bestätigt, Überwachung läuft. So, und er geht. Hier in die Ecke. Rücke zur Zielposition vor. Zwei Züge. So, was ich gut finden würde, ist, wenn wir die Front hier demolieren könnten. Dann könnten nämlich die Sniper auch von weiter über Truppsicht auf das Ding irgendwie schießen. Ja, na, Schäfer. Hat eine Splittergranate. Das ist aber so ein Bonbon, so eine kleine, ne? Mach mal kaputt. Oh, hier, die Zivilisten ganz cool. So. Wenn sie hier an die Ecke sieht. Geht, sollte sie das Teil hier auch sehen und damit den Snipern Truppsicht ermöglichen. Und sie könnte selber noch mal schießen von hier aus. Und los geht's. Ja, sie sieht das Ding nicht, ist natürlich Knete. Na, pass auf, dann Granate. Kaputt machen, so viel wie geht. Fünfer-Schaden. Vorderfront fast weg. Sehr gut. Ziel lokalisiert. So, und jetzt gibt es auch Truppsicht. Er ist Sniper und kann das Ding von hier aus sehen. Und wird gleich mal anlegen. Sechster Schaden. Sehr schön. Oh, und da müssen wir noch Dreier Schaden irgendwie machen. Geh mal da. Ich begebe mich zu dieser Position. Okay, könnte.
Sensei von hier hinten sieht natürlich nichts. Geh mal dahin. Schon unterwegs. So, mit Pistole wird es nicht reichen. Machst du Feuerschutz? Kann er um die Ecke gucken? Ich nehme es stark an. So, wir haben noch Cyber. Schöne volle Deckung. Könnte noch irgendein Hack machen. Zeig mal. Infiltriere ihr System. Vielleicht schaffen wir ja sowas mal. So, ein gescheiterter Hack war so, verleiht allen Feinden einen Verteidigungs- und Mobilitätsschub. Birg einen kleinen Vorrat mit Alien-Legierungen, birg einen großen. Ne, wir sind da sehr genügsam. Oh, wir haben mal was gehackt. Ha, erste Mal. Folge 72. Ich bin drinnen. Nope. Hast du fein gemacht. So, dann ist es nur noch er. Tja, und diesen Dreier-Schaden, wenn wir den... Naja, mit einem Flammenwerfer... Obwohl, den wollten wir auch mal sehen. Und das scheint ja noch... Komm, wir machen mal Flammenwerfer. Ja, reicht. Nice. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Okay. Da haben wir noch zwei Codex und einen Archon, oder? Und keiner am Feuerschutz. Eieieiei. Na, dem Archon ist die Deckung wieder völlig egal. Der stellt sich einfach mitten rein. Okay, sie könnte alle drei sehen. Na, mit eher schlechten Ergebnissen. Bernhard hat keine direkte Sicht. Beziehungsweise er kann nicht schießen, weil seine Puste leer ist. Kein Ding. Auf geht's! Und für Pistole sind sie einfach zu weit. Könnte ich ihn ja schon mal ein bisschen besser in Stellung bringen, oder? Verstanden, bin unterwegs. Geh mal dahin. Sensei sieht keinen. Ach, das war natürlich scheiße. Das war nicht so schön. So. Dann gehst du einfach mal hier oben hin. Schon dabei. Nachladen müsste eigentlich auch irgendwann mal wieder. Cyber, T-Rex und der Herr Richter. Noch vier Leute, die gerne schießen möchten. Cam auch aufs Dach. Okay. Sie könnte erstmal hier ans Fenster gehen und hätte da einen schönen okay. Blick. 46, 41, 25. Ist ja eher nicht so cool. So, aus der halben Deckung würde ich sagen, hier in die volle, oder? Endlich! Kann trotzdem noch alle sehen und denke mal, so eine Granate. Na, hier um die Bäden mitzunehmen, wäre doch schon mal toll, oder? Mach dich bereit für eine Überraschung! Und durch den Zaun. Oh, oh. Ah, okay. Funktioniert. 11 Schaden insgesamt, sehr cool. Kampfrausch und er klont sich. Geht auf die linke Flanke. Und ist beim Herrn Richter. Gut, Herr Richter könnte sie schaffen. Das sollte kein Problem sein, oder? Das wird er auch von hier machen können und würde dann gleichzeitig ein bisschen weiter auf die Flanke ausbrechen. Tachchen, Handshake. Und guck mal hier in das Loch vorne. Gestreift. Immerhin. Feind ausgeschaltet. Die Munition wird knapp.
So, Jana. Durch die Flankung jetzt 61%, naja, und dadurch, dass halt eben auch die Deckungen fehlen. So, Cyber. Cyber steht in der vollen Deckung. Könnte ein bisschen mit Säure spielen. Säure hat ja Folgeschaden. Und Folgeschaden finden wir toll. Kommen aber ja nicht so weit. Dann finden wir die nicht toll. Gut, er wird schießen und könnte noch jemanden heilen. Aber das ist sich selber bloß diesen... er könnte aber jemandem Schutz geben. Mit einem Hilfsprotokoll. Ach, hat er jetzt... hat er gleich bestätigt. Na gut, nimmt er sich selber. Ist ja auch ja nicht so schlimm. Ja, und dann... wir schießen. 53%. Ach. Na sag mal. Cyber. Feind steht noch. Hoher Munitionsverbrauch. Ja, dann haben wir jetzt bloß noch Diana. Du. Tja, Codex rausnehmen. Alles andere ist Risiko. Ich meine, das ist auch Risiko, so wie es aussieht. 7er Schaden? Feind ausgeschaltet. So ist recht. Das sah kurz so aus, als wenn das Ding auf den Archon gegangen ist. Gut, was macht die Gegnerschaft? Oh oh. Mit einem Stock pieken oder sowas, ne? Oh, was war das? 9er Schaden. 8er. In Panik. Renn mal weg, damit der Codec nicht an dich rankommt. Da. Was war das? Ach, ein Panikschuss. Der Codec könnte sich auch jetzt splitten, zweimal schießen. Oh oh. Nicht auf Jana. Schwarzes Loch auf T-Rex, oder? Ja. Auf T-Rex und Jana. Und er spricht noch einen Fluch aus. Na, das ist scheiße. Sie ist anscheinend verloren. Denn er kann sie jetzt nicht bewegen in dieser Runde, da sie in Panik ist. Das schwarze Loch geht erst Anfang nächste Runde zurück. Also ich muss sie auf jeden Fall heilen. Und ich muss ihr so ein 20% Verteidigung irgendwie überkommen lassen. Weil der Ding kann, hat letztes Mal 7er Schaden gemacht. Gut, Waffe wieder gestört. Das heißt, rennen und irgendwo reloaden. Hm. Bietet sich ja so erstmal ja nicht mal so viel an. Okay. Legen wir endlich los. Hin. Zu werfen hat sie ja auch nicht mehr. Es kann losgehen. Nachladen. Der Herr Fischer. Sniper. Könnte beide. Heinrich. 52 auf ihn. Und wenn der Heinrich hier hingeht. Position bestätigt. Könnte er 64 machen. Ja, mal abwarten, weil kann auch sein, dass er seine Drohne nochmal verschicken muss. Sensei, in Stellung, in Position. 84%, 83%. Wie auch immer, er wird mit den blitzschnellen Händen vorgehen. Die 95% nehmen. Und 2er Schaden machen. Gestreift, kein Treffer. Vielleicht Mann. Eine Fleischwunde. Er klont sich. Einen hier oben hin. Und einer bleibt da unten. Okay, hast du kostenlose Nachnamen? Fehlschüsse machen Schaden. Kostenlose Sofortkills. Nee. Hat er nicht. So, dann sieht er jetzt drei Feinde und kann auf drei Feinde mit Konfrontation gehen. Kontrolliere ich mal, indem ich gucke. Ja, er hätte auf alle drei ein super Aim. Also macht er Konfrontation. Und gibt allen etwas.
Einer Schaden gestreift. Nicht ein Treffer, das waren alle im Grunde genommen Fehlschüsse. Kein Volltreffer. Ach. Wie, er klont sich nochmal? Und er... Ach, er ist wie Quecksilber. Eieieiei, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Oh. Wo sitzen die denn jetzt alle? Einer hier oben, hier der Archon, hier einer. Und hier unten einer. Auch alle schön verteilt, dass man auch ja nicht mal mit Granaten irgendwie was machen kann. So, was kannst du machen? Du kannst auf den Kodex da hinten schießen mit 64. Hast aber auch 64 auf diesen Kodex. Und 59 auf den Archon. Und ich glaube, die werden wir nehmen. Viererschaden. Auch wieder Streifschutz. Sag mal, warum trifft denn hier keiner mehr? So, Cyber. Cyber muss hier auch raus, wegen diesem Black Hole. Tja. Kann hier oben hin. Na, ist aber auch ziemlich exponiert. Dann gehst mal hier so eine Pseudo-Deckung. So, du kannst nicht Hilfsprotokoll machen, du kannst aber heilen. Nicht dich selber, sondern Jana. Zusammenflicken. Oh Mann, das wird heftig. So. Heinrich kann jetzt die 20% machen, wo wir eigentlich auch wirklich dringend schießen müssten. Wie viel Lebensenergie hat sie jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pff. 64, 44, 37. Und das steht voll im Rücken. Nachladen muss er auch irgendwann. ...64%. Nur noch einen Move, ja. Muss irgend so was in der Art machen. Ist er der Letzte? Ist der Letzte. Okay, dann schießen wir Anfang der nächsten Episode, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch wäre auch super hilfreich. Und wenn ihr Fragen habt zu dieser Mission, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.